Über die Zukunft stationärer Möbelhäuser und auch über die Zukunft eines jeden Möbelverkäufers wird die Fähigkeit entscheiden, aus den Besucherpartien, die immer weniger werden, immer mehr Umsatz zu machen. Das heißt, von den Partien, die reinkommen, immer mehr Menschen zu wirklich glücklichen Möbelkunden zu machen. Und die Odyssee durch verschiedene Möbelhäuser endlich mal zum Ende zu bringen, indem sich die Leute entscheiden. Lassen Sie uns den Prozess, so wie er jetzt ist, mal anschauen. Und ich empfehle Ihnen, das für Ihr eigenes Möbelhaus oder, wenn Sie Möbelverkäufer sind, für Ihren eigenen Verkaufsprozess auch mal zu tun. Sagen wir, 100 Besucherpartien betreten den Laden. Eine Besucherpartie ist eine Chance zu verkaufen. Eine Familie mit Mann, Frau und zwei Kindern ist trotzdem nur eine Chance zu verkaufen. Das heißt, es ist eine Besucherpartie, obwohl sie vielleicht 4 Lichtschrankenausschläge hat. Und ein DHL-Bote, der in der Arbeit ist und noch was vorbeibringt, der hat vielleicht auch eine Lichtschrankenzählung. Aber wir können zumindest, solange er sich in der Arbeit befindet, nicht an ihn verkaufen. 100 Partien betreten den Laden. Das Erste, was wir mit denen machen müssen, ist, die Leute zu kontakten. Das heißt, sie zu öffnen, dass sie gerne mit uns sprechen wollen. Das geschieht normalerweise mit dem Unmöglichen kann ich Ihnen helfen, aber für mich ist jede Art von Kontakt eine Ansprache mit dem Ziel, rauszukriegen, was die Leute hier wollen. K steht hier für Kontakt. Wie viel Prozent meinen Sie, werden in Ihr Möbelhaus kontaktiert von allen Leuten, die reinlaufen? Wenn 100 reinlaufen, sind es 50, die kontaktiert werden, sind es 80, sind es 100. Wenn Sie Möbelverkäufer sind, wie viele der Leute, die Sie sehen in Ihrer Abteilung, sprechen Sie tatsächlich an und wie viel lassen Sie einfach mal durchschauen? Rechnen wir hier einfach mal mit 80% Kontaktquote, so nennt sich das. 80% aller Besucher werden in diesem hypothetischen Möbelhaus angesprochen. Kann ich Ihnen helfen oder waren Sie schon mal bei uns oder von wo sind Sie zu uns gekommen? Völlig wurscht. Der nächste Schritt ist, wir müssen diese Kontakte in ein Gespräch kriegen. Das heißt, und mit einem Gespräch, G steht hier für Gespräch, meinen wir ein Gespräch über Ware. Das heißt, ein Beratungsgespräch. Aber das B war schon vergeben für die Besucher. Wenn wir jetzt fragen, kann ich Ihnen helfen, dann wird eher überwiegend Nein als Ja gesagt. Nach unserer Erfahrung ist schon ein recht guter Wert, 50% der Leute, die angesprochen werden, in eine Beratung zu kriegen. In manchen Möbelhäusern ist es aber auch wesentlich mehr und in manchen ist es wesentlich weniger. Rechnen wir mal mit einer Gesprächsquote, das heißt mit einer Quote von Leuten, die sich auf ein Gespräch anlassen, von denen, die kontaktiert werden, von 50%, dann haben wir hier 40 Beratungsgespräche. Die Hälfte von den 80 Kontakten. Gut, der nächste Schritt ist, wir müssen hinkriegen, dass diese Beratungsgespräche auch abgeschlossen werden. Und auch da wieder, wie ist denn wohl die Abschlussquote? Nehmen wir mal an, sie ist 50%, manchmal ist sie aber auch 33%, also ein Drittel. Es gibt auch bis zu 2/3. Aber nur damit die Zahlen ja einfach bleiben, rechnen wir mit einer Abschlussquote über Gespräche von 50%. Das heißt, aus diesen 40 Beratungsgesprächen würden 20 Aufträge entstehen. A steht für Aufträge. Gut, jetzt können wir uns 2 sehr, sehr wichtige Verhältniszahlen ausrechnen, die über die Zukunft Ihres Möbelhauses bestimmen werden. Nämlich die Abschöpfung. Die Abschöpfung ist die Anzahl der Aufträge geteilt durch die gesamte Anzahl der Besucher, die reinkommen. Also Aufträge durch Besucher, in diesem Fall 20 Aufträge geteilt durch 100 Besucherpartien, ergebe eine Abschöpfung, so nennt man das, von 20%. Ist das gut oder schlecht? Keine Ahnung. Unsere Programme sind alle darauf ausgelegt, dass innerhalb von einem Jahr der prozentuale Anteil der Abschlüsse um mindestens 10% nach oben geht. Das ist die Abschöpfung. Das Zweite, was uns interessiert, ist, wie viel Umsatz machen wir pro Besucherpartie. Das hängt jetzt von einer weiteren Kennzahl ab. Wir nennen die Orderschnitt, daher auch das O. Manche nennen das auch Kaufvertragsschnitt. Nur damit die Zahlen rund und übersichtlich bleiben, nehmen wir mal an, der durchschnittliche Kaufvertrag ist 2.000. In einem Hochwerthaus wird das mehr sein, in einem Küchenspezialisten natürlich wesentlich mehr. Und in einem eher mitnahmeorientierten Format wird es weniger sein. Gut, 2.000 Euro mal 20 Aufträge ergibt 40.000 Euro. 40.000 Euro geteilt durch die 100 Besucherpartien, das rechnen wir aus, streichen 2 Nullen weg und kommen darauf, dass 400 Euro pro Besucherpartie Umsatz gemacht werden. Das nennen wir die Wertschöpfung. Also wie viel Umsatz, wie viel Wert wurde geschöpft pro Besucherpartie. Also, dieses imaginäre Möbelhaus hat eine Abschöpfung von 20% und eine Wertschöpfung von 400 Euro pro Besucherpartie. Und
Das, woran wir mit unseren Kunden arbeiten, ist, dass beides zwischen 10% und 30% hochgeht. Und das schaffen wir in der Regel auch. Gut, was müssen wir tun, damit das 10% hochgeht? Wie viele der Leute, die uns hier im Prozess abhanden kommen, müssten wir denn zu glücklichen Kunden konvertieren? Schauen wir mal an, wie viele uns hier auf jeder Stufe durch die Lappen gehen. Man nennt die auch die durch die Lappen gerutschten, die DLGs. Also von 100 werden 20 nicht kontaktiert, dann von denen, die kontaktiert werden, lässt sich die Hälfte auf ein Gespräch ein, die Hälfte von 80 ist 40, da springen uns nochmal 40 ab und von den 40 wird in diesem Beispiel die Hälfte abgeschlossen, das heißt nochmal 20. Insgesamt haben wir 80 DLGs, 80 durch die Lappen gerutschten und 20 Aufträge. So, jetzt wenn wir ein Jahr lang hart daran arbeiten, diesen Verkaufsprozess zu verbessern, wie viele von den 80 DLGs wollen wir denn jetzt in Kaufverträge verwandeln, in Aufträge? Und da sagen sofort die Möbelverkäufer und auch deren Chefs, ja alle, Herr Witt, alle. Die Antwort ist aber, wir können nie alle schreiben. Ja, dann wenigstens die Hälfte. Augenblick, wenn Sie die Hälfte von 80 jetzt in Aufträge verwandeln, dann sind das 40 zusätzliche Kaufverträge, das heißt, sie hätten ihren Umsatz verdreifacht. Wenn sie vorher 20 hatten, jetzt 60 haben, Umsatz verdreifacht. Wenig plausibel, oder? Wenn ich ihnen sagen würde, wir verdreifachen ihren Umsatz, würden sie mir nicht glauben und das zu Recht. Wie viel mehr müssen wir denn kriegen, um wirklich 10% mehr Abschöpfung zu haben und 15% mehr Wertschöpfung? Es würde reichen, wenn Sie sich die Zahlen angucken, 2 von den 80 mehr zu schreiben. Von den 80 DLGs, von den 80 durch die Lappen gerutschten, 2 mehr mit Möbeln glücklich zu machen. Und die große Frage ist jetzt, trauen Sie sich das zu, in einem Jahr harter Arbeit, diese 2 zusätzlich zu kriegen? Und überlegen Sie sich, was es für Ihr Möbelhaus bedeuten würde, mit der gleichen Frequenz, mit der gleichen Anzahl an Besuchern 10% mehr Umsatz zu machen. Jetzt gibt es noch einen zweiten Effekt. Wenn Sie den Verkaufsprozess ändern, sodass eine Bedarfsermittlung stattfindet, bevor Ware gezeigt wird, wird automatisch höherwertig verkauft. Das heißt, es wird mehr verkauft und es wird höherwertig verkauft, weil der Verkäufer endlich mal seinen Job machen kann, weil er eben vom Kunden weiß, wie es bei ihm genau zu Hause aussieht. Das heißt, die Größe, die wir hier mit O für Orderschnitt abgekürzt haben, der Durchschnittskaufvertrag, steigt auch. Das heißt, Sie haben jetzt 10% mehr Kaufverträge und einen um 20-30% gestiegenen Durchschnittsbon. Und das gibt Ihnen 15-20% mehr Wertschöpfung. Das heißt, pro Besucherpartie, die vorne reinläuft, können Sie bis zu 20% mehr Umsatz machen. Das heißt, nicht mehr Werbung, nicht mehr Partien, sondern mehr Umsatz durch einen geänderten Prozess. Wenn Sie wissen wollen, wie das geht, informieren Sie sich über unsere Programme. Das Durchsetzungsprogramm und der Club der Durchsetzer sind genau darauf angelegt. Und viele unserer Kunden haben diese Ergebnisse erreicht.